Was in dieser Folge geschehen wird. Sag ich Monte auch mal in meinem Video. Vielleicht kriegt das ja auch mal ein paar Klicks. Eine Krone ist das Beste, was man hat. Das sah auf jeden Fall schon ein bisschen schmerzhaft aus. Moin moin, meine fußballspielenden K.O. Ja, wie ihr vermutlich schon am Thumbnail oder am Titel sehen könnt, war ich wieder unterwegs und zwar auf dem Fußball-Event von Trimax und Knossi. Dort waren ich und natürlich auch meine wundervolle Freundin als VIP eingeladen. Hashtag abgehoben. Großes Dankeschön geht auch nochmal raus an Julian von Few, der mir das ermöglicht hat. In dem Sinne, wenn ihr über 18 seid und mal Lust auf ein bisschen andere Liköre habt und nicht dieses typische Schnapsgesaufe, sondern lieber Bock habt, Liköre zu genießen, klickt doch jetzt auf den Link unten in der Beschreibung. Jetzt am Donnerstag, den 7.6. launcht nämlich der neue Shop, wo ihr dann auch Perfekt Wodka Limette, perfekt, sämtliche Algesorten, ja, die neuen Alge Eiswürfel und natürlich auch Troschis gebündelt zusammen kaufen könnt. Und die ersten Besteller können sogar was gewinnen, also wenn das nicht was ist. Und ein großes Dankeschön geht natürlich auch an euch raus, denn ihr habt ja auch dafür gesorgt, dass meine Videos geschaut werden, damit ich überhaupt zu sowas eingeladen werden kann. Kommen wir jetzt aber mal zum Geschehen. Los ging das Ganze morgens um 9:30 Uhr. Musste ich natürlich erstmal ein bisschen was essen und was trinken, denn ich bin es nicht gewohnt, so früh aufzustehen am Wochenende. Da kommt das sehr gefährlich um diese Uhrzeit. Ja, und dann sind wir auch schon nach Hamburg gedüst. Der überholende Hase, so redet man jetzt auf YouTube. Danke, ApoRed, dafür. Sehr, sehr gefährlich. Navi hat gerade gesagt, wir sind in 400 Metern da. Ja, guck mal, das sind schon mal die Kassen. Jetzt hier ist ein Parkplatz, hast du gesagt, ne? Wo denn? Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Wo machen wir jetzt hier? Am besten auf dem Parkplatz. Das wäre gut, ja. Du hast eine Sonnenbrille im Parkhaus an. Ja, hat er auch. Hier sind die Coolen hier. Ich glaube auch. Ganz einfache Geschichte. Unfallbau habe ich direkt auf Kamera. Ich habe dir gesagt, lass mich nicht fahren, Alter. So, wir haben es geschafft. Wir wurden gerade in Empfang genommen. Hier hinten warten schon ein paar Menschen. Jetzt haben wir hier so eine netten Benzels bekommen. Kannst du mir meins anlegen, bitte? So? Ja, ist gut. Damit sind jetzt offiziell die VIPs. Abgehoben, haut ab, ihr Idioten! Aber da das zu Fuß reinkommen für meinen Geschmack nicht angemessen war, mussten wir noch mal ein bisschen dicker auftragen mit Julian. Direkt drauf. Autogramme gibt's später. Soundcheck. Check, 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 check. Denn der hat die ganzen Algeflaschen für den Tag da mitgebracht. Ich hab sogar eine Special Edition mitgenommen. Ah, stimmt. Die gab's ja auch mal. Und auch noch so eine Werbefahne irgendwie, die wir dann ganz locker easy aufgebaut haben. Mal gucken, wie es hier funktioniert. Gar keine Ahnung. Bestimmt einfach zusammenstecken, oder? Ja, das ist, glaube ich, nach oben dran. Kommt die Flagge da ran wahrscheinlich? Mäßig. Ja, war wirklich einfach. Wir brauchen auch gar keine Hilfe. Das musst du durchfädeln. Ja, jetzt. Okay. So, jetzt. Da steht der Knossi. Wunderbar. Die Platte hochheben, die Schraube unter durchpacken. Nee. Wir müssen noch basteln. Ist dann irgendeine Anleitung? Schraube unten durch, dann stecken wir ihn da rein. Ja, und festdrehen. Ah, ja, ah, ja, gut. Steht. Ja, guck mal. So. So sieht er doch endlich mal hübsch aus. Die Musik und Julian fährt. Dann haben wir noch einen kleinen Probejob bei der Security gemacht. Bis gleich, Chef. So. Wunderbar, Security-Arbeit können wir auch. Ja, und dann haben wir es ausgenutzt, dass das noch so leer war. Haben uns noch mal ein bisschen auf dem Fußballplatz da umgeschaut. Snacks, Cola. Ich glaube, das ist aber so standardmäßig. Ich weiß gar nicht, ob das auch. Durstlöscher. Sie sind da. Durstlöscher und könnt ihr das lesen hier? Nicht jetzt. Nicht jetzt. VIP, VIP, wie Notorious B.I.G. Guck mal, die tanzen so wie ich. Ja, und dann war auch schon offizieller Einlass und ich musste mich nochmal schnell auf den Weg machen zum Geldautomaten, weil ich dachte, wir müssten das Bier bezahlen. Aber dann habe ich einen Anruf bekommen, dass wir als VIPs nichts bezahlen müssen. Genau mein Ding. Flaschen auf den Tisch, ich zahle gar nichts. Ja, und dann habe ich Max Stradin gesehen, wie er da noch ein paar Tickets irgendwie an die Zuschauer verteilt hat. Du willst auch noch ein Ticket? Komm her, hast du ein Ticket? Du auch nicht. Ein Ticket, brauchst du auch eins? Das waren so unglaublich viele, die da schon standen. Also das war uff. Marc Eggers jetzt auch schon am Start. Ja, und dann kam der Feind aller Influencer. In der Kabine. Hi, Marvin. Marvin Wildhage. Hi. Kein Thema. Okay, man merkt, langsam geht's los. Beiden sind schon auf dem Feld, bisschen am Stimmung machen.
Und falls die Niederlage jemanden später zu sehr aufs Gemüt schlagen sollte, hatten die da scheinbar auch schon für einen Psychologen gesorgt. Ja, und einer der Sponsoren war Level Up, was da an die sowieso schon aufgedrehten kleinen 10-jährigen Kinder vorne im VIP verteilt wurde. Aber in den Level-Up-Flaschen war wohl kein Koffein drin. Ja, und Steven Gätchen kam dann auch angeradet auf seinem Drahtesel. Wenn du das schon gewusst hättest, was dir ein bisschen später hier passiert, hättest du vermutlich nicht so gelacht. Ja, blöderweise hatten wir die ganzen Algeflaschen ans andere Ende vom Gelände gepackt und im VIP hatten wir leider keine. Deswegen haben wir uns dahin auf den Weg gemacht. Ciao. Mega, übel voll hier. Ach was. Hallo, der Neffe. Moin. Tag, hier ist die neue YouTube-Ikone, ja, ganz, ganz klar. Danke dir, Mann. Lass uns auch nochmal ein Bild machen. Natürlich, wir können gern ein Bild machen. Ja, aber geil, freut mich. Das ist hier eine der ersten, die mich hier irgendwo erkennt. Natürlich. Geile Sache. Digga, die nächsten, das gibt's ja gar nicht. Alter. Ja, bei euch? Oder? Ja, hast du schon mal Alge getestet? Ja, oder? Tatsächlich. Also ne, generell, ich habe jede Algeflasche zu Hause, außer die Alge-Erdensätze. Hey, ich wünsche euch viel Spaß, Mann. Danke, Mann. Euch auch. Auf jeden Fall viel Spaß. Fingernickel, feier ich, Digga. Danke. Moin. Ja, ich würde gerne ein bisschen Alge probieren auf jeden Fall. Mein Favorit ist ja die normale. Dann nehme ich gleich zwei. Oder habt ihr auch einen großen Becher? Trinkst du einen mit mir? Trinkst du auch einen mit, oder? Komm, dann machen wir gleich ein paar mehr hier. Für den Kollegen da hinten auch im Hintergrund. Der schwitzt schon, der hat Durst. Ja, Durst. Dann vielen Dank. Grüßt euch hin. Welcher ist denn euer Favorit? Maracuja. Bei mir ist es Cranberry. Gut, gut. Ebenso. Übrigens, wenn ihr auch Markenbotschafter von Vue werden wollt, folgt mir bei Instagram und lasst hier ein Abo da. Ich werde demnächst auf Instagram, eventuell auch auf YouTube, eine kleine Story-Video droppen, wo ihr erfahrt, wie ihr Markenbotschafter von Vue werden könnt und was ihr alles machen müsst, könnt, wie auch immer. Trinken wir nachher noch ein, oder was? Wenn du nicht arbeiten musst gerade. Können wir auf deinen Onkel mal eintreten, der heute ja nicht hier ist. Ganz schön schlechte Nummer. Ja, ich wäre wirklich gerne dabei gewesen, aber das Problem ist jetzt leider, ich hab was Besseres. Ich hab einfach was Besseres zu machen. Guck mal, wer auch da ist. Schocki auch am Start. Auch wenn das in Hamburg eher der Großstadtdschungel ist, hat Fritz Meinecke sich trotzdem hingeschlichen. Sam in the Wilds, auch da. Wie aus Malta, Junge. Wie findet ihr Trimax? Mach einen Satz an Trimax. Und was mit Knossi? Deine Krone ist das Beste, was wir haben. Aber Knossi, du bist trotzdem gut. Er ist auch gut. Dankeschön, dankeschön. Ciao. Ja, Jungs, mal viel Spaß. Wir haben es auch geschafft, Digga. Wie das? Einfach vorgezeigt und self-confident und so, ne? Hier wird hart Level Up konsumiert. Super gesund alles, das ganze Zeug. Servus. Ja, und dann ging auch schon der Einlauf los. Also der Einlauf der Spieler, nicht der Einlauf. Ja, und dann ging das Spiel auch schon los. Und jetzt ist die Partie des Jahrhunderts freigegeben. Team Knossi in den roten Jerseys. Zunächst von links nach rechts, Team Trimax in blau, von rechts nach links. Das Publikum war auf jeden Fall richtig in Stimmung. Die ganze Zeit hast du irgendwie nur Monte gehört und wenn der mal gewunken hat oder nur so gemacht hat oder nur sein Shirt aus, die haben alle rumgeschrien wie die Irren. Das war echt richtig geile Stimmung da und das muss man sagen. Maxwell von 187 war auch dort. Scheinbar bin ich nicht der Einzige auf diesem Planeten, der es Mut hat, mit zu spät kommen. Moin. Moin, ja. Auch endlich mal dann nach der ersten Halbzeit oder Drittelzeit oder was auch immer Zeit. Ja, und dann habe ich gesehen, dass Max und Dale, zwei meiner wirklich favorite YouTuber, auch da waren. Einfach zu viel von euch auf dem Platz und von einem Auto. Doch, deswegen hat es so lange gedauert. Ja, und dann ist leider auch schon das passiert, weshalb Steven Gätchen nicht mehr mit dem Rad zurückfahren konnte, vermutlich. Das sah auf jeden Fall schon ein bisschen schmerzhaft aus. In der Halbzeit kamen dann irgendwie plötzlich 8000 Kinder vom Verein aufs Spielfeld gestürmt. Die haben dann gegen Marc Eggers, Knossi, Dave und Fritz Meinecke gespielt. Ja, die 8000 Kinder haben gewonnen.
Mann angeschossen. Ja, und dann war das Spiel auch schon vorbei. Knossis Team hat überraschenderweise gewonnen. Meine Prognose war 7-4 für Trimax sein Team. Gewonnen hat dann Knossis Team mit 4-2, die dann den Pokal von Olivia Jones überreicht bekommen haben. Nachdem dann angekündigt wurde, dass es noch ein Elfmeterschießen gibt, kamen dann plötzlich 8000 einfach aus den Tribünen aufs Feld gestürmt. Muss nicht sein, hat Monte auch gesagt. Ich bin kein Freund von diesen Flitzereien. Sag ich so, wie es ist. Am Ende ist das Ding eskaliert, der Platz wurde zweimal gestürmt. Das verzögert das Ganze und nimmt halt irgendwie so den Flow aus dieser Veranstaltung. Das war kacke, das hätte nicht sein müssen. Aber nachdem dann alle Flitzer vom Feld gejagt wurden und wieder auf den Plätzen waren, gab es dann noch das Elfmeterschießen. Elfmeterschießen Trimax. Ja, nach dem Elfmeterschießen habe ich dann noch ein paar Fotos mit einigen der YouTube-Kollegen bzw. Twitch-Streamern gemacht. Ja, das war scheinbar das Fußball-Event. Sag ich Monte auch mal in meinem Video. Wunderbar, vielleicht gibt das ja auch mal ein paar Klicks. Im Anschluss haben wir dann noch mal ein paar Fans von mir, also euch, getroffen. War wirklich crazy, also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich überhaupt da erkannt werde von irgendwem. Und dann wolltet ihr auch gleich noch Fotos mit mir haben. Ja, das hat mich echt stolz gemacht, muss ich sagen. Da hat man echt so gemerkt, okay, das, was ich hier mache, kommt gut an. Und zwar wollt euch sogar ein Lächeln ins Gesicht und ihr wollt sogar mit mir, hallo, mit mir, Fotos machen. Wer will das denn? Niemand, wirklich niemand, komplett niemand, absolut niemand. Ich bin froh, dass meine Freundin das überhaupt will. Ja, und dann ging es auch schon ab zum Auto und wieder ab nach Hause. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Event war wirklich geil. Es war jetzt nicht speziell der Fußball, der gespielt wurde, der mir super gefallen hat. Es war eher mehr so wirklich das ganze Event an sich. Es war einfach ein wirklich geiler Tag und dass ich das auch natürlich mit meiner Freundin gemeinsam erleben durfte, war dann nochmal viel geiler. Hätte mir das jemand vor einem Jahr oder irgendwie sowas gesagt, dass ich da mal zu sowas eingeladen werde und alles Mögliche. Glaube ich irgendwie immer noch nicht, aber auf jeden Fall dann nochmal ein dickes Dankeschön an euch. Es freut mich wirklich sehr. Also mal sehen, wo das Ganze hinführt und wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze hier weitergeht, abonnieren, liken, kommentieren. Ich hoffe, wir sehen uns also spätestens in einer Woche wieder.